Hallo alle zusammen. In dem Video möchte ich etwas über das kostenlose und geniale SEO-Tool von Google erzählen. Und zwar sind es eigentlich mehrere Tools, und das sind die Google Webmaster Tools. Und die Tipps und Ratschläge, die ich hier gebe, die sind sowohl für Internetseiten wie auch für Online-Shops geeignet. Ja, und starten wir auch mal direkt. Und zwar, was bieten diese Tools überhaupt in Kurzform? Also zum einen hat man mit diesem Tool einen Zugriff auf den Index von Google. Das bedeutet, man kann alle Sucheinträge, die Google zur eigenen Seite verbindet, über dieses Tool einsehen. Also man sieht, wie man mit eigenen Keywords platziert ist, wie viele Impressions die eigene Seite hat bei gewissen Keywords beziehungsweise auch Online-Shop. Also es bedeutet, angenommen, jemand sucht nach, keine Ahnung, Kekse backen. Und sie werden angezeigt mit diesem Keyword, aber keiner klickt drauf, dann sehen Sie, wie oft sie da alleine angezeigt werden. Dann extrem wichtig sind auch noch natürlich die Klicks. Also man sieht genau, mit dem Keyword XY sind in dem und den Zeitraum so und so viele Personen auf die eigene Internetseite bzw. den Shop gekommen. Dazu kann man auch noch auf vergangene Daten zugreifen, wobei man kann nicht beliebig nach Jahren zurückspringen, aber man kann zum Beispiel relativ einfach die letzten 7 Tage mit den vorherigen 7 Tagen vergleichen und andere Dinge. Dann ist das Tool noch extrem wichtig oder praktisch. Es gibt halt Hinweise auf Fehler. Das bedeutet, Google gibt von sich aus Informationen dazu preis, wenn man irgendwo jetzt eine Implementierung falsch gebaut hat. Also zum Beispiel die sogenannten hreflang-Tags, die für die Spracherkennung von Seiten zuständig sind. Wenn man die falsch eingebaut hat, was halt recht oft passiert, dann weist ein Google darauf hin. Oder halt auch so Dinge wie Mobile-Optimierung, wenn man gewisse Buttons zu klein hat, Schriften zu klein, da weist ein Google halt direkt drauf hin. Aber auch viel wichtiger sind halt noch die Hinweise und Kontrolle beim Crawling-Verhalten. Das sind halt auch richtig massive Fehler. Also wenn plötzlich man irgendwie Blödsinn gebaut hat und die Hälfte des Online-Shops ist nicht mehr für Google erreichbar oder andere Dinge, dann weist ein Google da relativ aggressiv auch drauf hin. Also man bekommt sogar eine Mail zugeschickt, dass es irgendwie einen Anstieg an Crawling-Fehlern gibt und sowas in der Richtung. Achso, und diese Crawling-Fehler, das sind halt Fehler, die entstehen, wenn Google versucht, die Seite zu durchsuchen, aber stößt irgendwo drauf, wo es dann nicht weitergeht. So, und dann springe ich jetzt auch mal direkt in das Tool rein. Und zwar habe ich jetzt hier mal einfach die Seite von unserem Blog. Und zwar, man kann hier oben dann normalerweise seine ganzen Seiten wählen. Da möchte ich jetzt nicht reingehen, weil sonst sehen Sie halt die ganzen Kundenseiten von uns noch. Dann hat man eine Art Dashboard. Da sieht man halt einmal auf einen Blick, ja, wie viele Sucher hat man. Also wir haben zum Beispiel aktuell 994 Besucher. Hier auch schon so nach Tagen. An den schlechten Tagen haben wir zum Beispiel 12 Klicks, um 12 Klicks, an den guten dann entsprechend 54 und so weiter und so fort. Sitemaps hat man direkt Zugriff, Crawling-Fehler, ob es eine Robots.txt gibt, Soft-Fehler, ob irgendwo Zugriff verweigert wurde, nicht gefunden. So, jetzt gehen wir mal weiter zur Darstellung der Suche. Da kann man einmal recht viel machen, also zum Beispiel gibt es strukturierte Daten. Das ist eine ganz praktische Methode, vor allem für Online-Shops. Da kann man gewisse Sachen hinterlegen und das hilft halt Google dabei, dass Posts oder auch Produkte ja sozusagen strukturierter abgearbeitet werden können. Also man kann damit Google genau sagen, hier, das ist ein Preis, das ist ein Bild oder das ist ein Artikel und so weiter und so fort. Ja, hier sieht man dann auch sofort, ja, wo gibt es irgendwelche Fehler, kann das noch näher anschauen, möchte jetzt aber nicht drauf eingehen. Gut, dann gibt es hier noch die Rich Cards, die kann man jetzt rein theoretisch auch nochmal einbauen, aber das ist nochmal ein Spezialthema, da kann man später nochmal drauf eingehen. Data Highlighter, das ist halt auch für Online-Shops extrem praktisch. Da kann man hier mit übermarkieren starten. Startet man sozusagen eine Art Ablauf, wo man Google beibringt, die Online- oder die Seite oder beziehungsweise den Online-Shop zu erkennen. Also zum Beispiel das, was ich vorhin gerade schon sagte, mit was ist ein Kategorielevel und auf Kategorielevel, wo sind die Produktnamen, wo sind die Bilder, was sind die Preise. Und das hilft natürlich Google ungemein, die Daten besser zu verarbeiten und schneller zu verarbeiten. Und sehr praktisch ist halt auch, wenn man das durchlaufen hat, dann zeigt Google auch in den Suchergebnissen direkt dann zum Beispiel Preise unter einem Sucheintrag. Also wenn man jetzt nach irgendwas sucht, dann kommt nicht einfach nur der Link zum eigenen Online-Shop, sondern auch direkt der Preis von wegen X bis Y Euro und so weiter. So, dann gibt es hier noch einen Bereich HTML-Verbesserung, der ist extrem wichtig für Online-Shops. Hier werden direkt Sachen gesagt wie fehlende Titles, ob man irgendwo einen doppelten Title-Tag hat, kann jetzt mal raufgehen.
Genau, da haben wir jetzt hier zum Beispiel, da zeigt er jetzt an, die Seiten, die haben beide den identischen Title, also der Page-Title ist identisch, das ist natürlich auch nicht so optimal, beziehungsweise halt Schwachsinn, weil die beiden dann miteinander sich kannibalisieren und das ist halt nicht so der Hit. Dann gibt es hier Sidelinks, kann man auch eintragen, also wenn man jetzt Backlinks bekommt von irgendwelchen dubiosen Seiten und man will die gar nicht haben, dann kann man die hiermit zum Beispiel auch wieder abwerten. Suchanfragen, das ist eigentlich der große Bereich, den die meisten, ja, nicht täglich, aber wöchentlich sollte man den eigentlich schon nehmen. Gibt es zum einen die Suchanalyse. Das ist super, super mächtig, weil man sieht, ja, hier sehen Sie ja schon die ganzen Keywords, mit denen der Blog aktuell gefunden wird. Man kann hier nochmal die Impressions dazu blenden. Positionen kann man auch dazu blenden. Zum Beispiel, man sieht hier im Magento Produktkonfigurator haben wir 9 Klicks im Zeitraum. Jetzt schauen wir mal hier. Das sind jetzt 28 Tage. Dann sind wir da auf Position 4, 28 Impressions und so weiter und so fort. Man kann hier noch extrem genau filtern nach Ländern, nach Geräten oder nach Zeiträumen. Man kann aber auch hier zum Beispiel Zeiträume vergleichen mit den letzten 28 vergleichen. So, dann sehen wir jetzt hier zum Beispiel, letzten 28 Tage haben wir 930 Klicks, jetzt haben wir 944 Klicks. Die durchschnittliche Position hat sich so und so verändert, aber viel wichtiger ist auch, man kann hier direkt auf die einzelnen Keywords runtergehen. Zum Beispiel, jetzt gehen wir mal hier auf PageRank Magento. Gut, gab es davor deutlich mehr Klicks, jetzt weniger. Schauen wir mal, was da passiert ist. Nö, eigentlich soweit nichts passiert. Wir hatten davor eine schlechtere Platzierung, jetzt eine bessere. Gut, die Impressions sind sozusagen gleich geblieben. Also haben die Leute wohl einfach keine Lust drauf zu klicken oder sowas in der Richtung. Oder vielleicht ist auch entsprechend der Text, der bei Google in den Google-Ergebnissen erscheint, nicht aussagekräftig. Also dahingehend könnte man dann jetzt hier anpassen. Man kann auch hier über diesen Link dann immer dahin springen, wo Google dahin verlinkt. Also super, super mächtig. Oder sehr cool ist auch, man kann nach Seiten filtern. Also wenn jetzt nach Seiten filtern, dann werden jetzt hier sozusagen seitenweise die Ergebnisse angezeigt. Ich sehe jetzt hier, in dem Zeitraum haben die meisten Klicks, dieser Beitrag hat die meisten Klicks gebracht. So und so viele Impressions und so weiter, das ist die durchschnittliche Position. Also extrem wichtig mit, ja, vor allem wenn man halt weiß, was die Zahlen zu bedeuten haben, also Impressions, Klicks und Positionen. Und hiermit, da kann man super, super viel rausholen und für Online-Shops ist einfach schlicht unerlässlich. Man muss halt wirklich wissen, wie sind die eigenen Brand-Names. Also angenommen, man hat jetzt irgendwelche Marken, die man vertreibt, wie sind die platziert? Was hat man für, ich sag mal so, Nischen? Also da könnte man zum Beispiel nach Klicks einmal gehen. 20 Magento Mehrsprachigkeit. Okay, da haben wir scheinbar super viele Klicks, aber okay, ist auch nicht weiter verwunderlich, sind auf Platz 1 bzw. 1,0. Was kann man damit machen? Und das dann entsprechend ausbauen. Gut, dann gibt es halt noch so Sachen wie Links zu ihrer Webseite. Der Bereich, da werden einfach Backlinks angezeigt, aber der ist relativ dusselig, der Bereich, weil der zeigt halt nicht alle an, aber ja gut, ist nett, aber nicht wirklich sinnvoll. Interne Links, das ist auch was, das ist jetzt auch nicht so der Hit. Also da, gut, man sieht halt, was für interne Links man hat. Manuelle Maßnahmen gibt es noch. Na gut, nee, da wurde gerade nichts gefunden. Also da ist soweit alles okay bei der Seite. Internationale Ausrichtung, das ist halt auch nochmal ein Bereich, wo man dann sieht, wenn man hier hreflang-Text drin hat, ob die halt sauber eingebaut sind. Das ist halt für einen Shop wiederum wichtig, für einen Blog. Gut, wir haben jetzt nur deutschsprachig, das ist nicht so wichtig. Dann gibt es einen Google-Index. Die meisten Sachen sind auch relativ uninteressant. Gut, Content Keywords gibt es noch, aber das ist auch nicht so der Hit. Jetzt springen wir mal wieder zum Crawling-Fehlern. Da wird es wiederum interessant. Und zwar besonders für einen Online-Shop ist das halt extrem wichtig. Da ist es halt wichtig, man kann halt einmal die Soft-Sachen, also 404 Fehler werden hier angezeigt. Also zum Beispiel, wenn jemand diesen Begriff hier aufruft oder die Seite, wird ein Fehler generiert. Zugriff verweigert, zum Beispiel wenn jemand darauf, dann kriegt dann 403 oder nicht gefunden. Also die gehen hier alles ins Leere. Und das praktisch ist halt, man sieht halt nicht nur hier eine Auflistung, wo man irgendwelche Fehler auf der Seite hat, sondern man kann jetzt auch hier mal reingehen. Also ich klicke den jetzt mal an, sehe dann zunächst einmal, wo er gefunden wurde, wann er erkannt wurde, sehe hier nochmal die exakte URL, aber viel wichtiger ist, verlinkt über. Und hier sehe ich genau, okay, von dieser Seite wird dieser Link angezeigt und da haben wir scheinbar irgendwie Mist gebaut. Also ich vermute mal irgendwie ein Tippfehler oder sonst was in der Richtung. Und das gilt es natürlich zu beheben. Gut, bei einem Blog könnt ihr jetzt rein theoretisch hier natürlich auch alle abarbeiten, aber ich habe ehrlich gesagt Wichtigeres zu tun.
Aber für einen Online-Shop, da darf das halt einfach nicht passieren, dass wichtige Seiten nicht erreichbar sind. Also wenn man jetzt händisch zum Beispiel Links in Kategorien gesetzt hat, auf eine andere Kategorie, man hat da einen Tippfehler drin, bis man das sonst findet, da vergehen Monate. Und hier das Tool, das zeigt einem halt sofort an, ja, hier, da läuft irgendwas schief, guck mal nach. Genauso ist halt auch sehr praktisch, man hat hier schon so eine Art Index und sieht, okay, hier sieht alles soweit gut aus, werden weniger, alles okay. Aber man hat halt teilweise Online-Shops, wo es dann plötzlich massive Ausschläge gibt. Und das ist auch nicht ungewöhnlich, weil sobald man jetzt, ich sag mal, Kategorien bearbeitet, Produkte im großen Stil bearbeitet, da kann halt immer mal irgendwas schieflaufen. Und das ist halt extrem wichtig, dass man das überprüft. Gut, dann Crawling-Statistik überspringe ich mal. Das ist auch, ja gut, das ist schon so ein, ich sag mal, ein Hardcore-Thema, wo man sieht halt, wie oft eine Seite gecrawlt wurde. Abruf wieder durch Google ist ganz cool. Da kann man. Hier hat man mal die eigene Domain, kann entsprechend eine URL eingeben, abrufen machen und dann erscheint hier ein Bereich, wo man das wiederum an den Index senden kann. Also ich mache jetzt mal index.php, das lasse ich jetzt mal abrufen und dann kann ich hier an Index senden. Und das führt halt dazu, dass diese URL, die man hier eingegeben hat, sofort im Google-Index li liegt oder landet. Und vor allem bei einem Online-Shop, also angenommen, man macht jetzt eine neue Landingpage oder sowas in der Richtung und will die schnell bei Google drin haben, dass sie halt schnell wirkt. Dann kann man das hierüber machen. Dann gibt es noch eine praktische Sache: Robots.txt-Tester. Gut, dummerweise haben wir jetzt bei dem Blog keine. Da haben wir uns jetzt nicht wirklich viel Mühe gemacht. Aber jeder Online-Shop hat ja eigentlich einen Robots.txt. Und man sieht halt hier auch sofort Fehler. Also angenommen, man hat jetzt hier einen Blödsinn drin. Bums, kriegt man da halt sofort einen Fehler. Man kann auch sehr cool hier direkt testen. Also, sie geben zum Beispiel eine beliebige URL ein, wollen testen, ob sie einen bestimmten Bereich jetzt erfolgreich ausgeschlossen haben, ist es ja meistens von Google, dann fügt man die einfach an, macht Testen und sieht, okay, zugelassen, also hat nicht geklappt. Man kann auch hier noch verschiedene Sachen machen nach Google Images und so weiter und so fort. Also auch sehr, sehr praktisch. Sitemaps ist wiederum auch für einen Online-Shop schlicht Pflichtthema. Man kann hier verschiedene Sitemaps, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube unendlich viele Sitemaps kann man einfach hinzufügen, testen lassen. Also bedeutet, man bekommt dann halt auch sofort hier, wie hier ein Fehler von wegen das, das und das falsch, das und das falsch. URL-Parameter, das ist nochmal so ein bisschen ein Hardcore-Thema. Das ist für einen Online-Shop aber auch nicht direkt schlecht, weil man kann hier über diese URL-Parameter Sachen definieren, also ob ein Parameter zum Beispiel wirklich in die Suche aufgenommen werden soll oder ob der Spezialfälle hat und eigentlich für die Suche unrelevant sind. Also diese Parameter, das ist zum Beispiel mein Magento Online-Shop, dann wird da im Q gleich irgendwas eingegeben, also für Suchparameter oder andere Geschichten oder für die Paginierung, da gibt es ja überall Parameter und die kann man halt hier gezielt nochmal selber konfigurieren, also sagen, die haben Auswirkungen auf die Suchergebnisse oder nicht. Man kann es aber auch einfach Google überlassen, also besonders für Neulinge oder steht ja hier auch schon dick und fett. Da sollte man die Finger von lassen, weil wenn man da halt Mist baut, dann durchsucht Google die Seite nicht mehr richtig. Sicherheitsprobleme, auch nochmal extrem praktische Sache von Google. Angenommen, die Seite wird halt gehackt oder sowas in der Richtung, dann kriegt Google das mit oder beziehungsweise kriegt nicht automatisch mit, aber in vielen Fällen bekommt halt Google mit, wenn die Seite plötzlich zum Spam oder Malware-Versand missbraucht wird und informiert einen darüber. Dann gibt es hier noch im Bereich andere Ressourcen, da sind auch verschiedene Sachen aufgelistet. Praktische Sachen wie Webmaster Academy und ja, haufenweise andere Sachen. So, jetzt wechsle ich mal wieder zurück und zwar zu in die Präsentation. Ja, ich hoffe, das konnte oder ich konnte hier ein bisschen weiterhelfen. Sonst für eine ausführliche Beratung oder SEO-Beratung im Bereich der Magento, Online-Shops oder Online-Shops generell sowie Internetseiten, da sprechen wir uns gerne an. Ja, wir selber beraten seit 2008 Mittelständler und Kleinunternehmen von verschiedensten Branchen im Bereich ja, Online, E-Commerce und setzen halt auch selber Online-Shops um und Internetseiten. Mehr Informationen finden Sie auf convis.de oder direkt einfach eine Mail an info@convis.de schreiben. Ja, ich bin Martin Steuter und ja, noch einen schönen Tag. Ciao.